Was passiert in einer Molkerei mit der Milch? Das Lebensmittel Milch wird in der Molkerei zu vielen verschiedenen Produkten verarbeitet. Trinkmilch, Joghurt, Quark, Sahne, Butter, Käse und vieles mehr. Dazu muss die Milch in einzelne Bestandteile separiert, erhitzt oder mit anderen Zutaten kombiniert werden. Dies geschieht mit technischer und maschineller Hilfe. Die unterschiedlichen Arbeitsschritte und Prozesse werden dabei von den verschiedenen Fachkräften begleitet. Dem Milchtechnologe bzw. der Milchtechnologin, dem Mechatroniker oder der Mechatronikerin für Betriebstechnik, dem Elektroniker oder der Elektronikerin für Betriebstechnik, dem Industriemechaniker bzw. der Industriemechanikerin, der milchwirtschaftliche Laborant oder der milchwirtschaftlichen Laborantin, der Industriekaufmann oder die Industriekauffrau, die Fachkraft für Lebensmitteltechnik, die Fachkraft für Lagerlogistik. Der Milchtechnologe, die Milchtechnologin, ist für die gesamten Prozesse bei der Herstellung der Milchprodukte und der weiteren Erzeugnisse verantwortlich, weil er, sie die Maschinen bedienen und überwachen muss. Mit der Beurteilung, Prüfung und Kontrolle sichert der Milchtechnologe, die Milchtechnologin, die Qualität bei der Herstellung. Um große Anlagen in Betrieb nehmen zu können, müssen zunächst Konstruktionszeichnungen und Schaltpläne angefertigt werden. Nach dem Bau der Einzelteile und der gesamten Anlage muss die Software programmiert, installiert und gewartet werden. Dafür ist der Mechatroniker, die Mechatronikerin für Betriebstechnik zuständig. Große Elektronik- und Energietechnikanlagen erfordern spezielle Kenntnisse. Sie müssen montiert, eingestellt, geprüft und instand gehalten werden. Deshalb gibt es den separaten Berufszweig Elektroniker, Elektronikerin für Betriebstechnik. Alle Anlagen und Maschinen in der Molkerei müssen überwacht, geprüft und auch gelegentlich repariert werden. Einzelne Bauteile werden dafür sogar speziell angefertigt. Die Anwendung moderner Techniken ist dabei für einen Industriemechaniker bzw. eine Industriemechanikerin selbstverständlich. Bei jedem Verarbeitungsschritt der Milch zu den unterschiedlichen Produkten sind chemische, physikalische und mikrobiologische Untersuchungen notwendig. Alle Rohstoffe, Verpackungen und Milchprodukte müssen auf Inhaltsstoffe und ihre Eigenschaften untersucht und überprüft werden. Daher trägt der milchwirtschaftliche Laborant bzw. die milchwirtschaftliche Laborantin maßgeblich zur Produktqualität bei. In der Verwaltung der Molkerei werden durch Industriekaufleute vielfältige Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel Buchhaltung, Warenbestandskontrollen, Überwachung von Zahlungsvorgängen sowie Einkauf und Vertrieb. In der Molkerei werden zur Verarbeitung neben der Milch weitere Rohprodukte, Halbfertigprodukte und Fertigerzeugnisse angeliefert. Der gesamte Produktionsprozess muss durch die Fachkraft für Lebensmitteltechnik überwacht und kontrolliert werden. Das Lager der Molkerei ist eine wichtige Schnittstelle. Alle Waren werden IT-gestützt, eingelagert und koordiniert. Die Kennzahlen werden von der Fachkraft für Lagerlogistik ermittelt und ausgewertet. So lassen sich Touren optimal planen und Prozesse optimiert steuern. Weitere Informationen gibt es hier: www.wegedermilch.de und www.milch-nrw.de.